Hi, ich habe mir gedacht, ich könnte euch eigentlich mal meine Top 3 Bushcraft-Messer aus dem letzten Jahr zeigen, oder? Ja, wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns nach dem Intro wieder. Bist dran geblieben. Sehr schön. Ja, also meine Top 3 Bushcraft-Messer 2022. Die Messer, die ich wirklich echt am häufigsten mit hatte, mit denen ich das meiste gemacht habe. Die Reihenfolge, wie ich die Messer jetzt gleich vorstellen werde, spielt keine Rolle. Das heißt nicht, dass ich das absolut am geilsten finde und das dritte weniger gut. Ich finde die alle drei super, werde ich aber natürlich jetzt noch genauer drauf eingehen. Und ich würde sagen, fange ich direkt mal einfach mit dem ersten Messer an. Und zwar ist es das Schnitzeltri. Das Messer an sich ist sau geil. Ne? Aber was mich direkt extrem gestört hat, ist der Techlock, der hier dran war. Ne? Das ist auch ein Grund, warum ich das Messer dann anfangs eher weniger mitgenommen habe. Weil die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich bin absolut gar kein Fan von Techlock. Ich mag das überhaupt nicht. Mir sitzt das Messer viel zu hoch. Es ist ungemütlich, wenn man aufsteht, sich setzt. Man merkt das immer. Ne? Es drückt hier irgendwie immer so. Man hat es immer so in den Rippen hängen und so. Deswegen bin ich absolut kein Fan von. Ja, und dann hat mir ein netter Herr, den ich von Instagram kenne, hat mir dann hier so einen Dengler gemacht. Auch farblich abgestimmt und alles. Ne, hier mit Feuerstahlhalter dran und so. Super geil. Und ich hatte das schon, bevor Schnitzel offiziell das Schnitzeltri in der neuen Version mit Dengler ausgestattet hat. Nee, und seitdem habe ich das Messer immer dabei gehabt, quasi, wenn ich im Wald gegangen bin. So, das war immer das Messer, wo ich als erstes nachgegriffen habe irgendwie. Weil ich habe damit schon alles angestellt. Ich habe damit schon gehackt, ich habe damit batoniert, ich habe damit geschnitzt, ich habe damit Fleisch geschnitten und all so ein Kram. Alles, was man sich vorstellen kann, was man im Wald so mit einem Messer halt anstellt. Ne? Alles super gemeistert, ne? Ohne Meckern. Handling ist super. Ja, es ist ein einfaches Messer. Aber es macht, was es soll, und das ist das Wichtige an der Sache. Ne? Und dieses Messer macht verdammt nochmal sehr, sehr gut, was es soll. Ihr seht es auch schon, ne? Hier die Klinge ist halt ein bisschen ja, in Mitleidenschaft gezogen worden, aber das ist normal. Für mich ist ein Messer ein Werkzeug, ich benutze es und ich kaufe mir die Sachen nicht, damit sie dann schön im Schrank rumliegen. Ne? Deswegen. Und das Schnitzeltri ist einfach ein super geiles Arbeitsmesser. Ja, ihr könnt damit schnitzen, Beton, ihr könnt damit alles machen, das Messer macht alles mit. Ja, also bei mir auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht richtig übertreibt. Ne? Absolut geiles Messer. Es kommt sau scharf an. Mittlerweile, mein Messer ist nicht mehr so scharf. Müsste ich nochmal nachschleifen jetzt für die neue Season dann, ne? Neue Saison. Weil ich werde mal schwer davon ausgehen, dass ich dieses Messer definitiv auch dieses Jahr wieder sehr, sehr oft dabei haben werde und sehr, sehr häufig nutzen werde, wenn es in den Wald geht. Übrigens, zu allen drei Messern, die ich jetzt hier vorstellen werde, habe ich natürlich auch Einzelvideos gemacht, wo ich ein bisschen genauer auf die Messer eingehen werde. Ich werde euch alle Videos in die Videobeschreibung packen. Ja, das nächste Messer ist das hier. Neck Knife, und zwar das Wolfgangs Arkus. Was soll ich sagen? Sofort drin verliebt. Ja, optisch super, hat mir direkt gefallen. Ja, super cooles, kleines Neck Knife auf jeden Fall. Klar, die Klingenform ist natürlich Geschmackssache, aber mir gefällt es halt. Ne? Ja, seitdem jeden Tag, jedes Mal, besser gesagt, wenn es in den Wald ging, immer dabei gehabt. Und ich kann euch versichern, das Messer, ja, ist mit Abstand das Messer, was ich am meisten benutzt habe, wenn ich im Wald war. Ja, sogar noch viel öfter als meine Bushcraft-Messer, meine großen. Damit habe ich auch geschnitzt, batoniert. Ja, batoniert habe ich damit auch, klar. Keine solchen Riesenstämme, aber so kleine gehen damit auch. Ja, es war eine Zeit lang mein Essmesser, ne, wenn wir im Wald gegrillt haben oder so, für Fleisch zu schneiden, Verpackungen damit aufgeschnitten und dies und das und jenes. Also macht auch alles mit. Super geiles, super schönes, super scharfes Messer. Ja, das ist echt so eigentlich das Top-Messer 2022 von mir, ja, wenn es nach Nutzung geht, auf jeden Fall. Echt ein super cooles Neckknife. Und ich glaube, auch das wird dieses Jahr wieder immer dabei sein. Ja. Sofern ich mir kein neues holen sollte,
Ja, was ich dann mal öfters mitnehmen werde, wird das auf jeden Fall weiterhin erstmal ja, mein Top-Neckknife sein. Das dritte Messer, was ich euch jetzt zeigen werde, ist ein Messer, das ich jetzt noch nicht so lange habe. Das habe ich mir erst im Herbst letzten Jahres zugelegt. Aber es hat sich sehr, sehr schnell zu einem der Top 3 Bushcraft-Messer 2022 gemausert. Und zwar handelt es sich um das Joker Arui 9. Dieses Messer gibt es in drei verschiedenen Längen. Einmal 9, 9 cm Klinge, 10, 10 cm Klinge und 12, 12 cm Klinge. Ich habe das 9er, der Christian hat das 9er und das 10er und der Mike hat das 12er. Wir haben die auch alle schon verglichen. Die kosten alle um die 30 Euro, ne? Und wir sind alle total begeistert von dem Messer. Ja. Also wie gesagt, das 9er hat mir halt am besten gefallen. Ich war auch von uns derjenige, der es als erstes hatte. Die anderen haben sich das dann gekauft, als sie meins mal in der Hand hatten und damit ein bisschen hantiert hatten. Ne, und das sagt ja auch schon einiges aus, ne, wenn die Leute direkt sich das bestellen, am selben Tag noch. Ne? Ja, das Joker Arui 9, auch ein einfaches Messer, aber sehr schick gemacht mit den Holzgriffen. So scharf, dass als ich das erste Mal benutzen wollte, beziehungsweise vorstellen wollte, habe ich das ein bisschen blöd gepackt gehabt, habe mich so heftig geschnitten, dass Jasmins Sohn sogar noch in den Wald kommen musste und mir helfen musste beim Einpacken, Tarp abbauen und so, weil das so am Siffen und am Triefen war. Ich war auch echt kurz am Überlegen, damit lieber ins Krankenhaus zu fahren. Ja, hat sich dann im Nachhinein aber rausgestellt, wäre unnötig gewesen, ist auch so verheilt. Ne? Ja, super schön, ist auch super sauscharfes Messer, ne? Kann man auch alles Mögliche mitmachen. Für um die 30 Euro echt super geil, kann ich euch allen empfehlen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das hat sich direkt zu einem meiner Top 3 Bushcraft-Messer gemausert. Habe ich auch sehr oft dabei. Ein Manko, wo ich das Messer in einem Video vorgestellt hatte, was auch in einem Kommentar aufgegriffen wurde, ist, was ich mir aber auch schon gedacht habe, hier hinten die Naht, ja, dass wenn die Klinge da dran kommt, ein paar Mal, dass sich das früher oder später lösen wird. Ja, und so ist es natürlich auch gekommen. Ich glaube, ich hatte es das dritte Mal mit im Wald, will es das erste Mal rausziehen. Da haben sich hier hinten schon ein Teil der Nähte verabschiedet. Ne? Dann hatte ich natürlich die Option zurückschicken, behalten und reparieren. Ich habe mich dann dazu entschlossen, es zu behalten. Ich wollte es einfach, weil ich weiß nicht warum, ich wollte das Messer nicht zurückschicken und mir ein neues schicken lassen. Keine Ahnung wieso. Ja, das, stattdessen habe ich dann hier hinten alles mit Sekundenkleber festgepappt. Hält auch, ja, wenn es nicht halten sollte. Keine Ahnung, mal schauen, was ich mir irgendwas anderes einfallen. Bis jetzt hält es. Davon abgesehen, auf jeden Fall ein super schickes, super scharfes, super cooles Messer, was auch preis-leistungstechnisch absolut top ist. Ne? Also kann ich auch echt empfehlen. Genau wie die anderen zwei Messer, auch das Schnitzel. Ne? Das kann ich euch echt allen empfehlen. Ja, egal ob Profi oder Einsteiger, alle finden das Messer klasse. Und ich glaube, so gut wie jeder Zweite, wenn nicht jeder Bushcrafter, hat das in seiner Messersammlung mit drin. Ja, das Wolfgangs Arkus kann ich euch auch empfehlen. Da gibt es ja auch drei verschiedene Versionen von. Ne? Auch mit Spearpoint-Klinge, Droppoint-Klinge und so. Auch in verschiedenen Ausführungen. Ne? Könnt ihr euch ja dann mal bei Wolfgangs angucken im Shop. Ich werde euch mal einen Link zum Shop Wolfgangs in die Videobeschreibung packen. Ihr bekommt auch mit dem Code WALDWOLF10 10% auf euren gesamten Einkauf bei Wolfgangs. Also schaut da gerne mal rein. So, das waren meine Top 3 Messer, Bushcraft-Messer aus dem letzten Jahr. Ne? Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das ein oder andere, was ich euch gerade vorgestellt habe, auch nutzt und es auch bei euch in den Top 3 irgendwie mit drin ist. Ne? Oder ob ihr irgendwelche anderen Modelle habt, wo ihr sagt, boah, das musst du dir mal angucken. Oder auch die Community, schaut euch das Messer mal an, das könnte für euch interessant sein. Ich finde es immer wieder cool, sich auszutauschen, ja, auch mal andere Sachen zu sehen, sich Tipps zu holen oder Neues zu entdecken. Das macht es ja auch irgendwo so ein bisschen aus. Deswegen zeige ich euch die Sachen ja auch zum größten Teil. Ne? So, na gut, ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, ich bin raus. Ciao.